Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Grounded im Early Access. Mein Name ist Peter D. und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ja, die Schmach von dem vorvorletzten Mal, dass alle Daten und alle Safe Games weg sind, habe ich noch immer nicht ganz verkraftet, aber egal, ich bin da jetzt nicht so. Ich werde da jetzt einfach weitermachen, als wenn nichts passiert wäre. Wie es auch schon einige in den Kommentaren reingeschrieben haben, es ist zwar ärgerlich, aber man kann dann auf jeden Fall einiges besser machen und das habe ich auch vor. Als erstes muss ich mir aber natürlich wieder was zum Trinken suchen. Und ich sollte noch was essen. Sehr gut. Und jetzt werden wir auf jeden Fall mal wieder in Burgle besuchen, denn es ist ein neuer Tag. Das heißt, es sollte neue Quests geben. Und das möchte ich natürlich nutzen, denn wir brauchen auf jeden Fall Forschungspunkte, damit wir die Sache freischalten können für den verbesserten Basebau. Und dafür brauchen wir 420 Forschungspunkte. Sollte jetzt eigentlich nicht allzu tragisch sein. Ich kriege auch einiges durch Forschen selbst. Habe ich eigentlich schon eine Arkonschaufel? Genau, das werden wir jetzt noch machen. Bevor ich zum Burgle gehe, suche ich mir noch irgendwelche Sachen, die ich erforschen kann. Jawohl, so. Kann ich eigentlich schon die Schaufel bauen? Das ist eigentlich die interessantere Frage. Endclub, Tools, Schaufel. Ja, dafür brauche ich eine Shell. Wufenfiber und zwei Springs. Müssen wir schauen, ob ich das da habe. Zwei Springs habe ich auf jeden Fall, das ist kein Problem. Das heißt, ich brauche jetzt noch ein paar Archon-Bits oder Archon-Shells, um besser, um genau zu sein. Servus Arme, servus Geed. Ich habe leider nichts für dich. Ich bin komplett arm. Meine Speicherstelle sieht weg. Ja, da werden wir jetzt einfach von dem Ding da ein bisschen was zerklopfen. Jetzt muss ich eigentlich auch solche Arkon, wenn sie nicht weglaufen würden. Ja. Genau, weil diese Archon-Bits sind ganz gut, was die Nahrung angeht, habe ich gerade gesehen. Ja, lass mich da durch. Und wenn ich da meine Schaufel habe, kann ich da so ein Dings ausgraben. Und dann haben wir wieder was zum Analysieren. Werden wir vielleicht auch gleich ein paar Nadeln mitnehmen von der Distel da hinten. Vorausgesetzt natürlich, dass da keine Spinne in der Nähe ist. Spinne ist jetzt das Letzte, was ich brauche, um ehrlich zu sein. da habe ich momentan keinen wirklichen Meter. Shit. Na, was habe ich gesagt? Da ist eine Spinne. Ah, warum ist denn der Renderbereich so kurz? Kann ja nicht... Uah. Warum spawnten die Sorda? Okay, dann nehmen wir sich das mit. Dann nehmen wir sich Pollen mit. Oh, das ist noch eine Spinne. Verdammte Kacke. Weg hier. Na, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal zwei Sachen, die wir analysieren können. Die Pollen und die Blätter. Von der Rose oder von der Blume oder was auch immer das da ist. Ich glaube, das sind Rosen. Ja, Rosen. Und ich kann mir die Schaufel basteln. Was wiederum bedeutet, ich kann dann natürlich auch diese Maden
scannen lassen. Machen wir gleich alles in Wufenfiber. Ja, Tools. Ich hätte gern eine Schaufel. Genau, und jetzt schauen wir gleich bei Ressourcen. Wollen. Kann ich nicht analysieren lassen. Was für eine Frechheit. Aber die Blätter, die kann ich analysieren lassen, genau. Stinkbug-Partner habe ich ja nicht. Wie ist jetzt lustig? Group Gap und Group Height. Okay. Das kriege ich von den Viecher, die sich da unten verstecken unterhalb der Erde, die ich mit der Schaufel ausschaufeln muss. Ich sollte das natürlich auch in mein Inventar setzen. So, Schaufel drinnen, perfekt. Effekt könnte ich eigentlich auch untersuchen lassen. Den habe ich auch noch nicht scannt. Aber zuerst kümmern wir uns hier mal da um diese. Da oben ist einer. So, Group Meat, Group Hide, Group Goop. Das Fleisch kann ich hier nicht scannen lassen. Kommensweilen eigentlich da drauf haben. So, wir haben drei Sachen zum Scannen. Die nehmen wir mit. Und wir gehen sich jetzt weitere Quests vom Burry abholen. Aber noch so ein Ding. Denn solange ich eben diese 1000 Punkte nicht habe, kann ich mir auch keine Dächer und Treppen und was weiß ich alles bauen. Und solange ich das nicht kann, ist es sinnlos, an der Base weiterzubauen. Ehrlich zu sein. Oh, ich habe irgendwas gehört. Naja, hoffen wir, dass es weg ist, wenn ich zurückkomme. Was auch immer das war. So, zuerst lassen wir natürlich alles scannen. Group Height. Group Leggings und Group Goggles. Group Goop. Bringt uns nichts. Und die Blätter natürlich. Die Lure Trap. Okay. So. Das hat uns jetzt alles auch wieder Punkte gebracht. Das heißt, wir sollten jetzt eigentlich bei 640 sein. Genau, das heißt, wir brauchen nur mit 360. Und jetzt... So. Great Oak Beacon. Slime Mold Stalk. Und Raw Aphid Meat. Okay. Das heißt, ich muss so eine Markierung bauen. Und ich glaube auch, ich weiß, wo die ist. Für die. Great Oak Beacon. Lauf. Ah, da bin ich in der Sackgasse. Ja, bleib da. Bleib da. Wo bist du hin? Ist hier aufgehoben? Tatsache, okay. So. Sehr schön. Kurz ein bisschen in Sicherheit gehen und ein Check, was wir brauchen für Quellmarker. Da brauche ich jetzt noch zwei Springs. Okay. Kein Problem. Dann weiß ich, wo die sind.
Ich bin so ein grauslicher Blattlausmörder. Aber das macht nichts. Es ist alles für einen guten Zweck. Da ist was zum Trinken drinnen. Nö. Ja. Kann nicht. Lass mich raus. Gut, gut, gut. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir da raufkommen, dort drüben. Denn wenn ich mich richtig erinnere, ist dort. Ja. Diese Markierung für die Great Oak Beacon Sache, Dingens Zeugs. Das gefällt mir gar nicht. Oh. Das gefällt mir. Nehmen wir natürlich gleich mit. Seiten nehmen wir auch mit. Ich weiß, habe ich schon einige vorbei. Also bin schon an einigen vorbeigelaufen jetzt. Das macht mir aber nichts. Perfekt. Hier sind wir. Was markieren wir das? Als Quest und oh. Ja. Gut, was brauche ich noch? Ich brauche Slime Mold Stock. Ich weiß auch, wo ich den herbekomme. Und zwar aus der Höhle, aus der unterirdischen. Die bei diesem Laser da drüben ist. Ich meine, ich könnte auch einfach hier rein in dieses Ameisenloch. Aber da sind Soldatenameisen. Und da mache ich mir jetzt ehrlich gesagt momentan noch immer in die Hose. Deswegen gehe ich lieber zu der anderen Höhle. Weil da sind nur kleine Mites drinnen. Die machen mir ehrlich gesagt nicht so viel Sorgen. Und dort in der Nähe ist natürlich auch wieder ein Scan-Zelt, wo ich in der Hoffnung bin, dass bis ich dort bin, ich wieder was scannen kann und somit den kleinen Aphid scannen werde. Ich habe überhaupt keine. Was sind Spinnen? Wo bin ich? Ein bisschen falsch gelaufen, ist ja klar. War ja logisch, dass ich wieder falsch abbiege irgendwo. So, da ist die Mystery Machine, da möchte ich hin. Das ist sogar ein Maikäfer, wie cool. Wie schaut mein Inventar aus? Habe ich da überhaupt Platz? Ja, sicher habe ich Platz, ohne Probleme. Chunky Chubb's league-approved baseball. It's the size of my dang house. Ja, kommt's her, allesamt. Wenn ich schon hier bin und einen Hammer habe, kann ich mir natürlich auch gleich wieder ein bisschen Quatsch nehmen. Wow. Kann ich mich aber nicht erinnern, dass da alles auf einmal kaputt wird. So, das nehmen wir natürlich alles mit. Quatsch, 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 Quatsch. Perfekt. Da haben wir Forschungspunkte. Cool, ich habe die 1000 Punkte. Oder? Ja, 1200. Perfekt. Gut, wir werden trotzdem alles scannen, weil das bringt uns weitere Punkte. Und können somit auch die Quest abschließen. Na ja, da. Meise, was geht?
So, da sind wir wieder beim Startzelt quasi. Und ich hoffe, dass ich jetzt wieder Sachen scannen kann. Jawohl. Jetzt gehen wir mal in Aphid, in Token. Oder das rohe Aphid Meat. Dadurch haben wir 20 Punkte bekommen und die Quest abgeschlossen. Und Slime Mold Stalk scannen wir auch. Damit schließen wir die nächste Quest ab. Und kriegen wieder 20 Punkte. Zack. Sehr schön. Das heißt, ich kann mich jetzt wieder auf den Weg nach Hause machen, beziehungsweise eigentlich zum Burger. Und die 1000 Punkte ausgeben für... Den nehmen wir gleich mit, wenn ich schon da bin. Liegen da noch welche? Nee. Ah, da liegt noch einer. Da. Und ein bisschen Grünzeugs nehmen wir natürlich auch mit. Inventory voll. Ist ja klar. Ich habe ja noch keine Armesrüstung. Das wäre Kacke. Da muss zum Trinken. Das ist auch super gut. Dann. Au. Das war mein Daumen. Dann werde ich jetzt versuchen, das alles nach Hause zu bringen. Und gehe dann natürlich sofort wieder mit euch zusammen zum Burger. Und hol mir endlich das richtige Zeugs, das ich brauche, um Treppen und einen Boden zu bauen. Von mir aus genau so. Außerdem sehe ich, ist mein Inventar voll. Es geht bei euch Ameisen ab. Ihr wollt es alles sicher in meinem Inventar, oder? Ja, sicher. Da oben in die Kiste wollt ihr rein. Gibt das zu, ihr Schweine. So, jetzt gebe ich mal da in die Box rein, was ich alles nicht brauche oder nicht brauchen kann. Wie das Zeugs, das Zeugs, das Zeugs, das Zeugs, das Quarzit. Das. Stein. Von mir aus. Jetzt werden wir so machen, ich nehme das raus und mache daraus Wufenfiber. Das werden wir grillen. Vielleicht keinen Platz für die Blätter. Brauchen wir noch so einen Korb? Da, das kann ich mal essen. Das ist gut. Da kann ich das nächste Zeugs draufhängen. So. Ich will was bauen. Und zwar. Utilities, Storage Basket, nehmen wir jetzt mal einfach daher. Perfekt. Hätte ich jetzt ein Jerky Rack, könnte ich, könnte ich nicht, weil da kann man ja nur rohes Fleisch aufhängen, das ist das für ein Blödsinn. So, dann haben wir sich da das Schwammel rein. Wir haben 1480 Punkte. Das ist das Einzige, was für mich jetzt gerade zählt. Deswegen mache ich mich jetzt volle Kanne am Weg zum Burger und kaufe mir endlich die Punkte. Oder kaufe mir endlich die Sache mit den Punkten. Ich kaufe mir Punkte. Damit ich meine Base endlich bauen kann. Sesam öffne dich. So, fühlen sich wie bei Star Trek. Alle Türen gehen automatisch auf. Habe ich irgendwas dabei? Nein, natürlich nicht. Aber. Punkte zum Einfüllen. Ja, und zwar Multi-Story Bases. Ja, genau. Und das
Und perfekt. Ich meine, Fortified Bases wäre auch nicht uninteressant mit Sturdy Walls, Palisaden Gates und Windowed Sturdy Wall sowie Palisaden. Das wäre eigentlich mein Ziel gewesen. Wären meine Einschaustände nicht weg, aber ich fange da schon wieder an, von alten Wunden zu reden. Ich will die gar nicht wieder aufreißen. Ich freue mich, dass ich jetzt diesen Blödsinn da habe. Was war das? Warum klingt das wie eine Spinne? Volle Kanne. Und ich falle natürlich runter, ich Depp. Panik, Panik. Alle Ameisen. Okay, mich verfolgt nichts Achtbeiniges, also bin ich schon mal happy. Ich habe das jetzt erst entdeckt. Bin ich da nicht vorhin schon vorbeigelaufen? Hey, meine Base. Oh, das, was davon halt noch steht. Oder wieder steht. So, ich werde auch gleich schauen, ob ich vielleicht diesmal zur Distel hinkomme. Ich bin ein Depp, ich sehe gerade, dass hier die Distel ist und nicht da drüben. Alter Schwede, Pet. Macht die Augen auf. Echt. Ja, ich habe dich genau gesehen, wo da drüben. Gut. Dann habe ich zumindest mal ein paar Nadeln. Besser als gar keine Nadeln. Warum häng ich? Ich häng fest. Mit der Panik? Nein, will ich nicht. Sehr schön. Wir können anfangen, unsere Base endlich so zu bauen, wie sie gedacht ist. Und die da sind noch immer verrückt nach meinen Sachen. Ja, weil ich da oben was grillen tue, bin ich mir hundertprozentig sicher. Gut, ja. Jetzt heißt es eigentlich theoretisch alles wieder abreißen. Juhu. Zuerst werde ich mal anfangen, hier so am Boden platzieren. Und dann kann ich auch sagen, ich nehme diese eine Grassplank und setze die schon mal hier drauf. Yay, eine Grassplank. Ich möchte nämlich zuerst hier versuchen, diese drei Boden zu bauen, damit ich alles, was ich hier habe, also Lagerfeuer und Lean-To und die zwei, drei Körbe, die ich brauche, hier drauf zu knallen. Und dann werde ich erst den restlichen Boden weiterbauen. Aber was ich als allererstes machen werde, ist natürlich das hier. So, was brauche ich da? Einen Wheatstem und vier Grasplanks. Die holen wir sich jetzt auch noch schnell. Da liegen eh welche. Sehr schön. Ist das ein Traum, da jetzt drauf wandern? Kann es euch gar nicht erzählen. So, dann werde ich natürlich weitergehen und mir die restlichen Sachen auch noch holen, um zumindest den Boden fertig zu bekommen. 1, 2, dann werden wir da mal reinhauen. Weit muss ich da ja eh nicht laufen, zum Glück. Dennoch, auf diesem kurzen Stück kann man natürlich jederzeit einem Spinnen entgegenkommen, besonders in der Nacht, was mich absolut fertig macht.
Und deswegen muss ich natürlich ein bisschen aufpassen. Nimm das, nimm das. Und nimm auch noch dieses. Denn jetzt wird es halt langsam wirklich schon ein bisschen dunkel. Das heißt, ja, es ist Nachtzeit. Ha, und ich habe meinen Boden fertig. Was will ich mehr? Sensationell. Das heißt, ich werde jetzt auf jeden Fall mal schlafen gehen. Und mich auch gleichzeitig... da unten geht's ab. Und mich auch gleichzeitig von euch wieder verabschieden. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, weil das ist ja eine Freitagsfolge. Das heißt, wir sehen uns wieder am Montag. Und ich werde in der Zwischenzeit vielleicht das alles erledigen, was ich erwähnt habe. Eben hier die Base mal fertig bauen. Storytechnisch werde ich natürlich erst dann weitermachen, wenn ich euch wieder dazugeholt habe. Und ihr nichts verpasst an meinem kläglichen Scheitern, wieder auf den Stand zu kommen, den ich beim letzten Mal war. Aber ja, wie gesagt, ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis denn. Ciao.